Was geht? Willkommen auf meinem Channel, du Kopf! Und zwar folgendes. 5 Dinge, die ein Tätowierer braucht. Definitiv, das ist safe. Das musst du haben, besitzen. Ansonsten wirst du da draußen eine Niete bleiben. Pass auf, also das ist natürlich wieder meine persönliche Meinung. Ich empfinde das so, das müssen definitiv 5 Kriterien sein, die man an den Tag legen muss und die man auch als Tätowierer besitzen muss. Ansonsten wird es nichts mit dir. Fangen wir an mit Numero Uno. Du brauchst definitiv an erster Stelle, ist das A und O. Ich meine, es funktioniert auch in gewissen Stationen, wo dein Tattoo-Studio sich befindet, würde das auch so funktionieren. Aber um sich wirklich weiter zu entfalten und um auch mehr Leute quasi in einen Topf zu kriegen, musst du das Internet benutzen. Ansonsten wird das gar nichts. Und zwar folgendes, Social-Media-Kanäle meine ich damit. Kostenlose Kanäle, die angeboten werden. Sowas wie Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter. Ich glaube, jetzt gibt es noch so ein Velvo? Irgend so ein neues Programm gibt es auch. Da habe ich mich auch angemeldet, einfach so aus Jux. Und benutze es seitdem nicht mehr. Ein Internetportal ist sowas von wichtig für dich selber. Es ist wichtig, dass du täglich, vielleicht auch jeden zweiten Tag, mal auch jeden dritten. Du hast ja nicht immer wieder ein neues Motiv, manchmal hast du ja auch Arbeiten, die du beenden musst. Und dann bringt es natürlich nichts, das zu fotografieren und hochzustellen. Jedenfalls solltest du immer diese Portale benutzen, ich nenne es jetzt mal so. Und zwar, dass du immer schön auf Instagram, auf Facebook und sowas alles dein Foto zeigen kannst, ne? Der Welt da draußen. Das ist ganz wichtig, weil so können die Leute sehen, was für Arbeiten du hinterlässt und was du überhaupt tätowierst. Das ist Punkt 1 und der ist wirklich das A und O. Ne? Werbung ist das A und O. Kommen wir jetzt auf Punkt Nummer 2, eh? Punkt Nummer 2, es ist ein halber Mexikaner mehr drin. Punkt Nummer 2, ganz wichtig, du brauchst ein gutes Handy oder eine gute Kamera. Du musst deine Tattoos, wenn du sie fertig tätowiert hast oder mal Zwischenfrequenzen machen möchtest, sprich, du bist noch nicht ganz fertig, willst trotzdem der Welt da draußen mal zeigen auf deinen Social-Media-Kanälen, wie weit du gekommen bist, dann poste das. Aber es muss ein vernünftiges Foto sein. Das heißt, machst das Foto entweder mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einem vernünftigen, nennt man das heute noch so, Fotoapparat. Oder so mache ich es und so macht das eigentlich auch jeder, den ich kenne, mit einem Handy. Du brauchst ein gutes Handy. Du brauchst eine gute Belichtung. Das heißt, du bräuchtest eigentlich eine gute Fotoecke, wo du das Ganze von jeder Perspektive aus schön belichten kannst. Und dann schießt du ein Foto und so hast du dann natürlich auch das Original quasi. Weil im Live, also im Real Life, sieht das Tattoo immer noch 1000-mal geiler und schärfer und hammermäßiger aus als auf dem Foto. Es ist so. Ich finde live meine Tattoos besser als auf dem Foto. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass mein Tattoo, wenn ich es fotografiere, von jeder Seite aus belichtet wird und ich das dann mit meinem Foto, mit meiner Handykamera das fotografieren kann. Und somit war es genial. Also ich liebe es jetzt. Jetzt liebe ich es endlich, richtig schön Fotos zu posten. Vorher war das immer so künstlerische Ader. Ich weiß ja nicht. Immer diese Professionalität, ja. Man denkt sich dann jedes Mal so, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das voll scheiße, aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, ist es ganz geil. Man hat jetzt auch viel mehr Möglichkeiten, dieses Foto halt einfach zu schießen. Ja, da musste ich gerade unterbrechen, weil ein Paket für mich angekommen ist, von Amazon Prime. Ich habe mir endlich meine Android-Box bestellt. Punkt Nummer 3. Nummer 3, ganz einfach, ist die Zeit. Und zwar folgendes, wenn du anfängst zu tätowieren, dann bleibe gottverdammt nochmal am Ball. Seelisch macht es einen fertig, wenn du anfängst zu tätowieren und du dir denkst so, Alter, ich kann das nicht, ich brauche dafür zu lange. Irgendwie sitzt es nicht so, wie das sitzen sollte eigentlich. Ich bin damit nicht zufrieden. Dann kommt mal der Tag, wo du sagst, boah, ich bin voll zufrieden, geil, es geht bergauf. Dann geht es aber ganz schnell wieder runter. Ja? Das ist,
das ist gang und gäbe. Also sprich, du bist damit eigentlich jetzt über ein Jahr bis zwei Jahre, wenn nicht sogar drei Jahre, manchmal auch nur ein halbes Jahr, bist du damit beschäftigt, dich selbst zu finden. Das klingt ganz komisch, was ich erzähle. Ist so ein bisschen wie Yoga-mäßig, ja? Aber du musst eins werden mit der Nadel. Ja? So Kung-Fu-mäßig, Mr. Miyagi. Ja? Auftragen, polieren. Auftragen, rechte Hand. Polieren, linke Hand. Auftragen, polieren. Und irgendwann macht es Klick und dann sagst du dir, verdammt, jetzt habe ich es endlich ein bisschen geschafft. Und die Frau da draußen guckt mich gerade an, weil ich mich selbst filme. Okay. Es ist ganz wichtig, dass du am Ball bleibst, dass du immer wieder auf der Kunsthaut übst oder bei deinen Leuten, wenn du der Meinung bist, so, du hast das jetzt schon allmählich drauf, dann machst du das natürlich bei Leuten oder Kunden oder Freunden, wie auch immer. Jedenfalls, du musst die Zeit nutzen, neben deinem Nebenjob. Also ich gehe mal davon aus, dass man einen Nebenjob hat oder einen Hauptberuf und das, du machst es halt nebenbei, das Tätowieren. Und opfere deine gesamte Zeit, die du hast. Deine Freunde, Familie und so weiter müssen alle hinten anstehen. Du musst es durchziehen. Du musst deine komplette Zeit opfern, deine Freizeit, und anfangen zu tätowieren. Jeden Tag damit, dich damit auseinandersetzen. Ob du jetzt mal auf der Kunsthaut tätowierst oder ob du im Internet ein bisschen nachgoogelst oder weiß ich was oder dir einfach nur Bilder anguckst. Aber setze dich mit dem Thema Tattoos, Tätowieren, Tätowierer auseinander. Ganz wichtig. Ich habe es gemacht, 2 Jahre lang. Ich habe 2 Jahre lang meine komplette Freizeit geopfert und immer wieder gelernt. Ich habe auch mal einen Tag gechillt, gar keine Frage. Aber ich habe wirklich, man könnte es so unterstreichen, ich habe es die ganze Zeit gemacht neben meinem Beruf, wenn nicht sogar beim Beruf sogar. So, fertig mit dem Thema. Nummer 4! Ist das Thema Fantasie. Fantasie, du musst eigentlich jeden Tag bescheuert im Kopf sein und eine wahnsinnige Fantasie haben. Ding, ding. Fantasie, du musst eine unglaubliche Fantasie an den Tag legen. Wenn der Kunde reinkommt und sagt, ich hätte das gerne so und so und so und so, dann muss in deinem Kopf was passieren beim Gespräch? Folgendes. Während er dir das gerade erzählt, musst du dir schon im Kopf zusammenbauen, dieses Bild. Wenn du das schaffst, dann weißt du, du bist auf einem verdammt guten Weg. Ich zum Beispiel, wenn einer reinkommt und erzählt mir gerade, ja, das und das ist passiert und ich hätte das gerne so und so. Während er das erzählt, baut sich mein Bild schon zusammen und obwohl er noch nicht mal fertig erzählt hat, habe ich schon mein Motiv im Kopf und erkläre ihm das, wie ich das gerne machen würde. Und nur so mache ich es auch. Man kann mit mir natürlich noch darüber reden, aber meistens passiert es so, eigentlich zu 99%, da gebe ich Brief und Siegel drauf, oder wie man es nennt, oder ich lege meine Hand dafür ins Feuer, kann man, so nennt man das ja auch. Es wird meistens so gemacht, wie ich es sage. Du bist der Künstler und du musst letztendlich entscheiden. Wenn der Kunde damit nicht zufrieden ist, denn das sage ich auch immer wieder, denn musst du den Kunden ziehen lassen, denn seid ihr beide nicht auf einem Nenner. Bedeutet, viele Tätowierer da draußen nehmen den Kunden dann trotzdem und machen das gerne, was er möchte. Es ist ja auch richtig, was er möchte, aber ich meine nur, du in deinem Kopf müsstest es besser und geiler zusammenbauen, so wie du dir es vorstellen kannst, weil was ich einfach damit sagen will, ist, dein Herz muss dabei sein. Dein Herz muss dabei sein und du musst quasi am Ende des Tattoos, musst du eigentlich eine Unterschrift runtersetzen im geistigen Sinne, von wegen, ja, das ist meins, geil, Zertifikat und er kann rausgehen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wahnsinnig wichtig, dass du sagst, ja, mache ich und so will ich das tätowieren. Wenn er sagt, nee, das möchte ich so nicht, glaub mir, dann schick den raus. Scheißt auf das Geld. Kommt nicht immer alle mit, ich will Geld, 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 Geld. Das ist scheiße, das brauchst du nicht. Fang so nicht an zu tätowieren. Nimm nur das, wo du sagst, das kann ich, das will ich und das mache ich und das macht mir auch Spaß. Weil für mich hat es nichts mit Kunst zu tun, sondern einfach nur mit Geldmacherei. Und das ist kacke. Ich komme als die besten Künstler auf diesem Planeten, die tätowieren noch nicht alles. Ja, könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Die tätowieren nicht jede Kategorie in Sachen Tattoos. Die machen nicht morgen Schwalbe und übermorgen Porträt. Ja, ist einfach so. Nimm das, was du am besten kannst. Und völlig anderes Thema, was ich gerade schon wieder rede. Egal. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. 5. 5. 5.
Und zwar das Einschätzungsvermögen. Ja, richtig. Du selber, wir reden ja gerade davon, das sind ja 5 Punkte, die am Anfang für einen Tätowierer wichtig sind, ja, um mal besser zu werden. Ja? Einfach nur Hinweise, Informationen oder eine Hilfe, ja, an dieser Stelle. Dein Einschätzungsvermögen. Du kannst nicht von vornherein, wenn du anfängst zu tätowieren, das Bild überhaupt dir selbst zeichnen und dann auf die Haut bringen. Oder halt jemand kommt rein und sagt, ich hätte gerne, weiß nicht, Angelina Jolie als Tomb Raider, ja? Angelina Jolie als Tomb Raider, die war doch bei Tomb Raider. Ja doch, das war die. Und die sollst du jetzt selbst gestalten, das heißt, du machst dir dein Bild, dein Foto fertig, baust dir dein Motiv halt auf und dann bringst du es auf die Haut und willst dafür von vornherein 1500 Euro haben. Das funktioniert natürlich nicht, du musst klein anfangen. Back erstmal kleine Brötchen und danach schiebst den Kuchen in den Ofen, ja, ganz einfach. Du kannst nicht einfach so von vornherein übertreiben, das funktioniert nicht, also... Ich würde das keinem empfehlen. Ich selber würde es so nicht machen. Passt da bloß auf. Übertreibt nicht gleich. Macht erstmal kleinere Motive und dann steigert ihr euch. Dann wächst ihr. Ja? Das ist wie eine Pflanze, weißt du? Du setzt einen Samen, gießt mit einer Gießkanne jedes Mal wieder, kommst da an und gießt ein bisschen was rein in den Blumentopf und dann wächst diese Pflanze hoch und irgendwann wird es eine komplette Ranke über ein Hochhaus. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Irgendwann ist man dann da, wo man hin möchte. Okay. Man wächst halt und wächst und wächst und wächst immer so weiter. Ja, sagt er noch öfters, wächst. Ja, in diesem Sinne, haut da rein, macht es gut. Bis denne, Antenne, lasst einen Daumen da und einen Kommentar. Oh, man kann mich gerade im Spiegel sehen mit der Kamera hier. So. Oh, schon wieder eine Macke. Lasst einen Kommentar da. Hilft es euch? Soll ich damit weitermachen? Ich mache sowieso damit weiter. Ich werde jetzt ein Tattoo-Tutorial anbieten für Tätowierer und für den Kunden. Und das alles kostenlos. Ja? Andere verlangen richtig Kohle dafür. Ich mache es kostenlos. Im Sinne von das, was ich euch zeigen kann. Immer mal wieder kleine Abschnitte. Und ich hoffe, euch gefällt es. Und deswegen solltet ihr mal deswegen einen Daumen da lassen. Ne? Das wollte ich damit sagen. Als nächstes werde ich euch, glaube ich, präsentieren. Ich denke, das wird das nächste Video sein. Es ist eine der ekligen Dinge, die man hat als Tätowierer, die leider wie so eine Zecke an einem dran sitzen oder liegen und dich aussaugen wollen. Und zwar Hate. Hater. Ganz schlimm. Im Sinne von Leute, die dir einfach was klauen. Ja, gibt es viele da draußen. Oder halt Fake-Profile. Oder Leute, die dich einfach schlecht machen wollen, weil wir in einer Welt leben, die nur von Neid ist, Verrat und Mobbing. Ja, in diesem Sinne aber trotzdem haut da rein, damit ihr Bescheid wisst fürs nächste Mal. Ich denke, das wird das Video werden. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Haut da rein, bis deine Antenne. Peace.